Hallo und willkommen zu einem neuen Tutorial für die PMG 737 NGs. Im Tutorial werde ich ein Engine Start durchführen. Das Besondere bei diesem Engine Start wird sein, dass wir eine Klimaanlage dennoch laufen lassen werden. In den meisten Tutorials werden beide Klimaanlagen ausgestellt, um einfach genügend Druckluft für den Engine Start zu haben. Es gibt aber auch die Möglichkeit, eine Klimaanlage laufen zu lassen. Das werde ich hier heute machen. Wir haben momentan eine Außentemperatur von 36 Grad. Da bietet sich sowas sehr gut an, damit die Passagiere nicht so sehr schwitzen werden. Das Flugzeug ist bereit für das Pushback. Wir werden nun anfangen damit. Treibstoffpumpen schalten wir nun auch ein. Das Anti-Collision Light wird auch eingeschaltet. Das ist das rote Blinklicht am Flugzeug. Die Klimaanlagen, die beiden laufen momentan. Isolation Valve ist offen. Das heißt, die APU kann beide Klimaanlagen gut Luft versorgen. Hello, Captain. We are ready for pushback. Wir warten nun, bis das Flugzeug bereit ist, angeschlossen ist, an den Truck, damit wir pushen können. Departure check completed. Bypass bin inserted. Release parking brakes. Commencing push. All engines clear. Start that wheel. So, nun beginnen wir mit dem Pushback und dem Starten der Triebwerke. Wir werden nun, wie üblich, beide Klimaanlagen ausschalten, damit genug Druckluft vorhanden ist. Wir werden jetzt das zweite Triebwerk starten, also das rechte Triebwerk. Da legen wir den Schalter hier auf Ground. Wechseln nun die Ansicht zum Displays und sehen, N2 bewegt sich und N1 bewegt sich. Sowie hier oben steht Start Valve Open. Wir müssen jetzt nur warten, bis N2 auf Minimum 25% ist und N1 auf 1,5. Das ist nun der Fall. Und wir können nun den Treibstoff zufügen. Das Triebwerk kann starten. Nun haben wir einen Klick gehört, das heißt, der Startermotor für das Feedback 2 ist ausgegangen, da das jetzt eigenständig laufen kann. Nun kommt die Besonderheit, wir werden die rechte Klimaanlage anmachen wieder, schließen aber dafür das Isolation Valve, das heißt, die Druckluft für die Klimaanlage kommt jetzt vom Triebwerk 2, das Triebwerk 1 ist komplett abgeschaltet von der Druckluft, kriegt nur noch Druckluft von der APU und die Druckluft reicht, um das Triebwerk 1 zu starten. Dazu machen wir wieder auf Ground und wechseln wieder in die Ansicht zu den Displays und sehen, N2 bewegt sich und N1. Sobald wir wieder 25% erreicht haben, können wir den Sprit hinzufügen. Das ist jetzt der Fall. Set parking brake. Das Triebwerk 1 startet.
Feedback ist nun gestartet. Wir können nur den Strom übergeben. Wir können die Klimaanlage wieder machen, das Isolation Welle auf Auto stellen. APU geht aus. Stellen auf Continuous und machen die APU aus. Left is clear. Right is clear. Das ist nun auch eine Möglichkeit, die Triebwerke so zu starten. Die Klimaanlage ist nur für kurze Zeit aus, um das Triebwerk 2 zu starten. Und danach kann man sie wieder anmachen. Somit haben die Passagiere kühlere Luft und schwitzt nicht zu sehr. Ich hoffe, euch hat das kleine Tutorial gefallen. Für Anregungen, Kommentare stehe ich gerne zur Verfügung. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!